Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, kennen Sie das Unwort des Jahres 2020? Es lautet Rückführungspatenschaft. Gemeint ist, EU-Mitgliedstaaten, die keine Migranten aufnehmen, sollen sich künftig auf andere Weise einbringen durch eben solche Rückführungspatenschaften. Das sieht die neue Verordnung zum Asyl- und Migrationsmanagement vor. Es soll ein EU-Rückkehrsystem eingeführt werden und es soll einen EU-Rückkehrkoordinator geben. Statt einer Überarbeitung der Dublin-Regeln soll es ein noch komplizierteres System der Zuständigkeiten im Verfahren geben. Dahinter steht die Annahme, dass die Mehrheit der Menschen, die in Europa Schutz suchen, kein tatsächliches Schutzbedürfnis haben und ihr Asyl ersuchen, deshalb so schnell wie möglich abgehandelt werden kann. So ein menschenverachtender Euphemismus wie die Rückführungspatenschaft hat mit Humanität nichts mehr zu tun, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht zum ersten Mal rücken wir heute die Situation Geflüchteter in Europa in den Blickpunkt. Die letzte Debatte hier im Schleswig-Holsteinischen Landtag ist noch gar nicht so lange her. Aber diese wenigen Monate haben ausgereicht, dass sich die katastrophalen Zustände in den Flüchtlingslagern an den EU-Außengrenzen weiter verschlimmert haben. Ja, die Corona-Pandemie verlangt unsere volle Aufmerksamkeit und bestimmt unser politisches Handeln. Doch wir dürfen nicht die Augen verschließen vor dem, was sich an den Außengrenzen der Europäischen Union und in ihrer und damit eben auch in unserer Verantwortung abspielt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, im letzten Jahr sind die Flüchtlingslager Moria und Lipa abgebrannt. Konsequenzen wurden daraus aber nicht gezogen. Die Menschen müssen dort sind immer noch dort und sie müssen unter schlimmen Bedingungen zurechtkommen. Mittlerweile breitet sich auch dort Covid-19 aus. Die hygienischen Zustände schreien zum Himmel. Und auch wenn man sich das hier im Februar in Schleswig-Holstein aktuell gar nicht so vorstellen kann, aber auch dort ist Winter und dort ist es bitter kalt und das sind unzumutbare Zustände. Es ist also allerhöchste Zeit, die humanitäre Hilfe auszuweiten. Europa hat eine Verantwortung den Menschen gegenüber, die Schutz in der EU suchen, auf beiden Seiten der Grenze. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, auf dem Meer sieht es nicht besser aus. Nach offiziellen Angaben verloren im Jahr 2020 1.166 Menschen im Mittelmeer ihr Leben. Allein seit 2016 waren es knapp 13.000 Menschenleben und die Dunkelziffer dürfte weitaus höher liegen. Die Beteiligung der Europäischen Agentur für Grenz- und Küstenwache Frontex an Pushback-Operationen ist menschenrechtswidrig. Das will ich hier einmal ganz klar herausstellen. Dass Deutschland sich daran beteiligt, finde ich unerträglich. Diese Praxis verstößt fundamental gegen das Menschenrecht auf Asyl und gegen die Grundrechte der EU. Sie ist auf das Schärfste zu verurteilen und muss sofort eingestellt werden. Dabei ist zunächst der Gedanke nicht verkehrt, dass innerhalb des Schengen-Raums, wo keine Grenzkontrollen mehr stattfinden, diese Aufgabe an den EU-Außengrenzen erledigt werden muss. Das ist der Auftrag von Frontex. Pushbacks sind es nicht. Das findet der Alternativantrag der Koalition irgendwie auch. Leider trauen Sie sich nicht, das Kind beim Namen zu nennen. Das wäre ganz schön gewesen. Eine Reform der Asyl- und Migrationspolitik der EU ist dringend nötig und von Seiten der Europäischen Kommission auch geplant. Und ich finde, in diesem Zusammenhang muss auch der Auftrag von Frontex neu bewertet werden. Was wir aber auch dringend wieder brauchen, ist eine EU-finanzierte und EU-gesteuerte Such- und Rettungsoperation im Mittelmeer. Liebe Kolleginnen und Kollegen, was können wir noch tun? Wenn die EU sich nicht menschlich zeigen kann oder will, dann müssen wir es. Wir müssen diejenigen unterstützen, die einen eigenen humanitären Beitrag leisten wollen, die Kommunen. Bislang haben sich 231 Kommunen in ganz Deutschland der Initiative Sicherer Hafen der Seebrücke angeschlossen und sich bereit erklärt, Geflüchtete über den Königsteiner Schlüssel hinaus aufzunehmen. Auch 19 Kommunen in Schleswig-Holstein sind dazu bereit. Im Januar haben 9 Kommunen aus Schleswig-Holstein ihre Bereitschaft bekräftigt und gefordert, Geflüchtete aus Lipa aufnehmen zu dürfen. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, unterstützen Sie diese Bereitschaft und fordern Sie diese Unterstützung bitte auch beim Bundesinnenminister ein. Meine Fraktion, das habe ich hier an dieser Stelle auch schon einmal betont, kann sich sehr gut den Einsatz von Mitteln europäischer Finanzierungsinstrumente vorstellen. Und
Eine EU, die Friedensnobelpreisträger ist, muss sich dessen auch würdig erweisen. In der Frage von Schutz und Sicherheit für verfolgte Menschen bleibt Europa sein Versprechen schuldig. Und deswegen war es wichtig für uns heute, diesen Antrag noch einmal zu beraten. Vielen Dank.